Wir sind in Passau, liebe Freunde. Herzlich willkommen zu diesem Vlog und wir sind hier schon am Dom. Und mir hab es heiß, heiß. Ja, es ist richtig warm. Richtig, richtig warm. I met you in the summer. Freunde, wir sind gerade in Österreich. Das Problem ist, wir haben keine Plakette. Das Navi hat uns einfach nach Österreich geschickt und jetzt fahren wir über irgendwelche Käfer. Meine Oma meint, man braucht keine Plakette, aber ich bin mir hier nicht sicher. Ach, Quatsch. Seid ihr schon ohne Plakette in Österreich gefahren? Nur Autobahn. Ja, hoffentlich. Schreibt einfach mal in die Kommentare, was habt ihr so Erfahrungen mit dem österreichischen Verkehr gemacht? Da wollen wir hin! Darüber! Passau wird auch als Dreiflüsse-Stadt genannt, da dort die Donau, die Inn und die Ilz zusammenfließen. Seht ihr diesen Unterschied? Hier ist ein Fluss, da ist ein Fluss und dort hinten, da hinten ist auch noch ein Fluss. Und Omi, gefällt es dir hier? Ja. Mega schön. Warst du schon mal in Koblenz? Ja. Genau, im deutschen Eck. Das erinnert mich sehr an Koblenz. Die Infokarte blende ich euch einfach mal hier oben ein. Bekommt ihr auf einem Blogpost von mir. Hier könnt ihr es auch nochmal gut erkennen. Sorry für den Lärm, das ist dieses Dings da. Auf jeden Fall, hier fließt die Ilz, die Donau und die Inn zusammen. Die Omi. Boah, was ist das denn? Heftig, Freunde. Wie sieht das denn aus? Den Dom könnt ihr übrigens kostenlos besichtigen. Wir haben keinen Eintritt bezahlt. Das hier ist die Künstlergasse. Ihr seht, der Boden ist komplett bunt und er führt jedes Mal zu einem Künstleratelier. Ich finde, es ist eine sehr kreative Art und Weise, neue Kunden und Touristen in die Läden zu ziehen. Mir hat es dort wirklich sehr gut gefallen und es war richtig interessant, die verschiedenen Künstlerateliers und Künstlerwerkstätte kennenzulernen. Kreative Klingeln wie die hier findet ihr dort auf jeden Fall. Nach etwas längerem Suchen haben wir auch das Rathaus gefunden. Leider wird es total saniert von außen. Aber das Wichtige, was ich euch zeigen wollte, ist der Wasserstand. Es ist schon wirklich sehr erstaunlich, wie viel Hochwasser Passau schon hatte. 2013, 1501, 1595, 1954, 1787, 1862 und so weiter und so fort. Das ist so viel Hochwasser, was die Stadt schon überleben musste. Ich fasse genau bis ungefähr hier so hin und überlegt mal, wie hoch das ist. Also irgendwie fünfmal ich. Oh, wie süß, dann ist amtliche Hochzeit. Das ist die Braut, beziehungsweise der Bräutigam. Ja, die Frau hat einen Dirndl an. Das erklärt doch die ganzen Dirndl-Fans hier. Habe ich es gerade richtig gelesen? Urkundlich 1050. Seitdem gibt es diese Kirche. Boah, da müssen wir rein. Rein, 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 Omi. Boah, überlegt mal. Die war schon im Mittelalter hier. Und auch hier sind wir wieder kostenlos reingekommen.
Omi und ich, wir suchen uns jetzt ein Boot und dann geht es auf die Donau und vielleicht noch auf irgendeinen anderen Fluss. Das ist das Schiff, mit dem wir fahren möchten. Und seht ihr da diese ganze Schlange? Tausende von Menschen? Oh oh, wir hoffen, dass wir überhaupt noch auf dieses Boot kommen. Oh, seht ihr diese Schlange? Es geht, glaube ich, nichts mehr. Die Domschifffahrt machen wir nachher. Denn es waren gerade so viele Leute vor uns und da hätten wir einfach keinen Platz mehr bekommen und stehen ist nicht unbedingt drin im Preis, da habe ich keinen Bock drauf. Und ich will schon einen coolen Platz haben, um auch ein bisschen was zu vloggen und zu filmen. Freunde, wir sind jetzt wieder an diesem Stand angekommen und seht ihr das? Ist noch voller einfach als davor. Das ist so heftig. Ich habe ehrlich gesagt keinen Bock zu stehen. Ey, Alter, wo bieten die so wenig an? Da es einfach viel zu voll war, haben wir uns dagegen entschieden. Wir sind hier jetzt gerade auf so einer Art Insel, denn auf der Seite ist die Donau und auf der Seite ist die Inn. Und immer mal wieder, wenn man an so einer Gasse vorbeiläuft, sieht man das Wasser, da ist die Donau. Und wenn ich ein bisschen in die Richtung gehe, da ist dort die Inn. Voll cool. Diese ganzen vielen kleinen Gassen erinnert mich total an Venedig. Ihr solltet für Passau unbedingt richtige Schuhe mitnehmen, denn wie ihr seht, es geht hier runter, das Kopfsteinpflaster, es geht runter, hoch und so ein Pflaster ist hier, da geht's da wieder, da ist eine Baustelle. Ja, nehmt euch auf jeden Fall Turnschuhe mit. Hey, Walfi, sind wir gerade hochgefahren. Na, wieso? Ja, 10 Minuten zu Fuß, 3 Minuten mit dem Auto. 10 Minuten mit dem Auto. 10 Minuten mit dem Auto, 3 Stunden zu Fuß. Genau. Das war echt steil. Also ich weiß nicht, welcher Mensch das in 10 Minuten zu Fuß schaffen sollte. Aber ich bin das definitiv nicht. Schreibt mal in die Kommentare, seid ihr sehr sportlich? Würdet ihr so eine 10 Minuten Strecke fürs Auto in 10 Minuten zu Fuß schaffen? Mit einer Steigung von, ich glaube, das waren 33%, oder? Ja, ja, ganz unten. Ich glaube, das war 33%. Würdet ihr das schaffen? Schreibt es mal in die Kommentare. Wir sind hier gerade auf der Weste Oberhaus und das ist so krass. Es ist einfach auch kostenlos. Wir haben einfach nur Benzingeld und Parkgeld bis jetzt bezahlt. Und dieser Ausblick ist kostenlos, die ganzen Kirchen waren kostenlos, der Dom war kostenlos. Passau ist echt günstig. Und einfach richtig schön. Das ist das Rathaus. Ganz da unten steht der Wasserstand. Oh mein Gott, guck mal, wie weit weg das ist. Moment, ich bin nicht ganz rausgezoomt. So. Krass. Und das da ist der Dom, den waren wir vorhin auch. Der ist auch ganz schön weit weg. Rausgezoomt. Hier seht ihr es nochmal richtig, richtig deutlich. Unten konnte man es ja auch sehen, aber nicht so deutlich wie hier. Das da ist die Inn und das ist die Donau. Und da hinten ist halt die Ilz. Sie sagt die Farbunterschiede. Ja genau, deshalb habe ich hier gemeint. Hier kann man es richtig deutlich sehen, weil die unterschiedliche Farben hat. Die einfach hier wirklich alle Dirndl anhaben. Typisch Bayern. Oh krass, das sind ja immer Vorurteile, die wir haben. Also wir Hessen zumindest. Wirklich? Das könnte sein. Das ist wirklich eine Hochzeit? Ja. Schon wieder? Schreibt mir in die Kommentare. Heiratet ihr Bayern alle in Dirndls? Echt jetzt? Ja, wir sind heute auch in Tracht geheiratet. Krass. Und Omi schickt mal wieder an 1000 ihre Freundinnen. Guckt mal, hier kann man richtig relaxen. So geil. Mega entspannt. Und sogar picknicken. Picknicken kann man da auch. Thank you.
Burg gibt es schon seit 800 Jahren. Zum ersten Mal hat sie Erwähnung im Jahre 1219. Heftig. Seht ihr das da? Und seht ihr die Umi? Sie will diese 10 Minuten Fußmarsch machen. Die angeblichen 10 Minuten. Oh mein Gott. Aber Oma, wir haben hier oben geparkt. Ich fahre dann runter, ja? Also hier zu diesem alten Wehrgang müsst ihr unbedingt allein hier oben stehen und einfach die Aussicht genießen. Ist schon richtig, richtig krass. Boah, mega. Ich meine, zieht euch das doch mal rein. Wie schön das ist. Ich habe mich immer gefragt, für was da diese Ablage ist. Jetzt weiß ich's. Das ist, um eine Kamera dahin zu stellen, damit man die Hände frei hat beim Autofahren. Ich rede hiervon. Ich frage mich nämlich immer, Freunde, für was ist das? Hierfür ist das. Oder Oma, was hältst du davon? Sich selbst filmen. Ja, genau. Also so würde ich diese Ablage verwenden. Damals, wie das Auto gebaut worden ist, bestimmt nicht. Ja, aber ich frage mich wirklich, für was ist diese Ablage? Weil man kann ja. Für was rufst du da? Ja, aber man kann es ja nicht drauflegen, weil das spiegelt ja dann in der Scheibe. Wisst ihr, wie ich meine? Ach, ihr seid ja, die meisten von euch sind ja gar keine Autofahrer, ihr habt diese Probleme gar nicht. Aber demnächst, wenn ihr einen Führerschein macht, denkt an mich, wenn ihr so eine komische Ablage da oben habt. Schreibt mal in die Kommentare, für was ihr sie verwenden würdet. Gucken wir. Ihr seid ja auch manchmal Beifahrer. Auf geht's! Weiter, los! Wohin? Heilige Drei Dings, Neuburg an der Inn, Neuburg an der Inn. Neuburg sagt mir auch irgendwas. Geht doch noch nicht los. Seht ihr das ganz da hinten? Da waren wir ja gerade. Und jetzt sind wir hier und Omi ist schon fleißig am Fotos wieder machen. Der musste hier einfach in der Kurve hier, hat er angeschoben. Der hatte mit seinen Füßen gestrampelt. Gerade eben waren wir genau dort, ganz dort oben. Überleg mal, wie weit weg das ist. Da waren wir ja auch in dem Dom drin. Da hinten ist das Rathaus. Da sind wir alles lang gelaufen. Omi, und hat dir Passau gefallen? Ja. Ja, freut mich. Mega interessant. Mir hat Passau auch sehr gut gefallen. Und ich hoffe, euch hat Passau auch sehr gut gefallen. Hinterlasst doch gerne einen Daumen nach oben. Einen Daumen nach oben. Und ein Abo, wenn ihr noch weitere solche Videos sehen möchtet. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr immer Benachrichtigungen bekommt. Tschüssi! Heute sind wir auf der weltlängsten Burg.